Faszinierend. Nur zwei Tote zu beklagen. Wie heißt das? Tote zu beklagen. Ja. Zu beklagen, genau. Zu beklagen. Ja. Einladen. Was machst du denn jetzt? Ich dachte, wir starten das nochmal. Nochmal? Ich dachte, unser Ziel ist, dass alle überleben. Was? Ihr alle verrecken. Das ging schnell, das ist einfach. Das haben wir ja schon hingekriegt. Ja, stimmt, okay, da hast du recht. Also, hattest du auch schon das Skelett an der Tür gesehen? Was für ein Ding? Ich habe vorhin die Tür aufgemacht und da ist mir so ein Skelett entgegengesprungen. Nee, hatte ich nicht. Das war richtig böse. Story. Neuer Speicherplatz. Ne, mach neuer Speicherplatz. Keine Ahnung, fragst mich was. Bereit. Wir starten jetzt eh wieder als mit den Soldaten. Ja, genau. Drei. 3, 2, 1, 1. Bei dir sehe ich jetzt erst, dass du das Game neu startest, da oben im Stream. Ja, ich sehe es bei dir, ist ein bisschen langsam. Die 400er Leitung, weißt du, kommt nicht hinterher. Ich habe nur eine 50er, machen platt. Ich denke, das liegt eher an Streamlabs. Dass da noch ein Delay eingebaut ist oder so. Also ich habe dich über den Twitch-Browser auf und habe ein Fenster von dem Twitch-Browser gemacht. Das hätte ich auch tun können. Ich hatte eigentlich den Link davon eingefügt, aber irgendwie wollte das nicht. Entschuldigung. Willkommen beim dritten Teil. Man of Medan. Man of Medan. Mal gucken, ob wir. Okay, Kumpel. Das Ganze. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Jetzt hinkriegen, dass wir alle überleben. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Immer schön langsam. Ich bezweifle es irgendwie ziemlich stark. Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Klar bin ich ein Kämpfer. Oh, scheiße, das muss ich schon wieder machen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das ging. Muss doch mit der Maus spielen. Mensch, das ist ein ganzes Jahr her. Was? Die? Ich dachte, du sagst, du kannst kämpfen.
Bin ich wohl sowas wie ein Karatemeister? Kein Problem. Klar. Erzähl deinen Freunden von mir, hm? Okay, Kumpel. Ja, ich hab gerade gesagt, dass Tod und Verderben kommen wird. Aber ich schon wieder. Genau den Lukas. Viel Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Was bin ich denn? Eine Bank? Jetzt schlag du mal. Viel Spaß. Okay, Alterchen. Was erwartet mich denn so? Hast du eine Frage? Wird die Fahrt glatt gehen? Wie ist die Vorhersage für die Rückreise in die Staaten? Ruhige See? Nimm den Hardenstein. Kann das Stück Papier. Gauß mir. Du kannst doch schon mal. Nun, das ist eine Blume. Glaube ich. Okay. Au. Oh. Ich hab mich gerade von der Brücke schlagen lassen. Wie das heißt? Dein Schicksal entspricht den Tiefen. Sie wächst böse. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Wie oft werden wir uns diesmal erschrecken? Keiner weiß es. Ja, das sehen wir auf jeden Fall neu.
glaube, ich lasse dich gleich einfach da. Hey! Hallo? Ist der mich einfach da? Ich glaube, sag. Ist da jemand? Private Charles Anderson legt außer dienstbetrunken Verhalten an den Tag, dass sich ein Angehöriger der US-Streitkräfte nicht geziemt. Hatten wir schon. Ja klar hatten wir das ja, schon, klar. Zweimal. Der Tresor ist diesmal zu. War das beim letzten Mal auch so? Ich weiß es nicht. Ist zu lange her. Arthur Miller, Diebstahl, erster Tag. David Private, unbefugter Zutritt, zwei Tage. Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag. Oh oh, ich habe Blutspritzer an der Wand. Charlie, wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus! Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Ja, ich muss mal in die andere Richtung, da bin ich einen Gang nicht gegangen, glaube ich. Das ist die Tür, ne? Hallo. Na komm, geh da rein. Ja. Das war die Krankenstation. Genau. Und hier liegt wieder jemand. Auch das Kettenrasseln? Nein. Okay. Wo bist du hin? In der Gefängniszelle. In meiner Gefängniszelle? Wacht raus, da bin ich rumgepupst. Aha. Schon ein bisschen. Ich will mir halt alles nochmal durchlesen, anlesen. Also, ne? Anklicken. Bist du gerade vorbeigelaufen? Ja, bin ich. Ui! Verkack es nicht! Erst drücken, hast du gesagt? Ja. Das wird heftig. Nicht schlimmer als eben. Das ist ja noch recht langsam. Ich drück mal eben kein S. Nein, nicht! Ich wollte schon sagen, von wo kamen wir überhaupt? Wer kam von hier? Was zur Hölle? Ah, guck mal hier.
Hast du jetzt wieder entdeckt? Natürlich zu ist. Aber da ist noch ein Lüftungsschacht an der Seite. Erinnert mich an nichts Gutes. Lass mich mal gucken. Ach, kann man nicht reingucken. Gott sei Dank. Ja, das ist das einzige Problem bei dem Spiel. Je nach Richtung. Ups. Nebel. Was war das? Hast du das Kind nicht gesehen? Was für ein Kind? Da ist ein fucking Kind vorbeigelaufen. Du hast wieder Gespenster im Kopf. Leider Gottes muss ich ja auch alles nachmachen. Guck, die Tür wirklich zu ist, ja. Nein, hab ich irgendwas verpasst, ey. Du hast schon das Kind verpasst, das reicht. War bei mir nix. Hey, Charlie, hilf mal! Ach, jetzt sehen wir den anderen. Ah, er ist mehrmals drücken, okay. Hab ich doch. Mach mal Platz da. Ich glaube, ich muss das so schnell spammen. Ja, klar. Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Das ist aber nicht der Sergeant von eben. Das ist ein anderer. Nee. Ich lass dich mal vor. Gott, noch eine Leiche. Wer das wohl ist? Ja, geh doch mal gucken. Oh, warum ich? Verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Ach, Mund zu ist sie. Diese Sicht ist sowieso die beste. Ja. Du siehst nix, ey. Na, komm schon. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Oh fuck, oh. Ja, ja, geh nur mal vor. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nein. Nee. Bist du okay? Auf mich wieder zu erschießen und ich versuche dich nicht zu erstechen. Überlege ich mir noch.
guckst schon wieder so böse. Du hast schon wieder zu viel geschnüffelt. Entschuldigung. Oh. Gut, dass man im Unterbewusstsein noch ein paar dieser Szenen kennt und sich nicht mehr so häufig erschreckt, ja. Wenn es nicht gerade neu ist. Ey, dem guckt das Auge raus. Moment. Dali. Du siehst traurig aus. Charlie. Wieso liegst du bei mir da rum? Lauf! Charlie, lauf! Charlie, lauf! Was? Erkunden. Ich bin gerade noch ein bisschen am Panik schieben. Ich hab den China-Meister vor mir. Ach du Scheiße, das kommt. Ich hab ein kleines Kind mit Messer vor mir. Das bin ich! Ich mach nix. Nein, oh nicht! Oh mein Gott! Was hat sich gerade verraten? Ich hab nichts gemacht! Hast du nichts gemacht? Okay, gut. Ich auch nicht. Aber meine kriegt gerade einen Herzinfarkt. Dito. Jetzt bin ich mal gespannt. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Was zur Hölle ist das? Ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, bei meinem Kind, da ist aber das Gesicht zerlaufen, also. Ich bin mir nicht sicher. Won't you spare me over to another year? Das Intro ist so nice, ne? Ja. Nur kommt das als Multiplayer oder als Singleplayer? Ich hoffe Multiplayer, das wird nicht so gebraucht, oder? Ich weiß es nicht. Ich wette, das ist alles ein Teaser zu dem nächsten, was kommt jetzt mit Little Hope. Das Kind, der Typ da mit der Axt. Jo, oh, okay. Sind wir gespannt. Das wäre halt so richtig nice. Ich meine, wenn das
Das war ja das Mädchen wie bei Visage. Junge. Hallo. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Das Game hat auf jeden Fall noch so viel Potenzial. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Habe ich noch nicht einmal gesehen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Doch, wir haben Bilder gefunden, irgendwann. Ja, aber wir wussten nichts damit anzufangen, haben es trotzdem richtig reingeschissen. Guck ja, mal, das war... Knopf, was macht der? Piep! Richtig. Wir können ja mal gucken, ob wir jetzt einfach alles passiv entscheiden oder aktiv entscheiden. Okay, ich bin Brad, du bist Alex. Anscheinend, ja. Ich spiele wieder den Nerd. Immerhin hat er auch eine Brille auf. Ich hab keine Brille. Nicht? Nee. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Jetzt mach anständig. Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Also nett und positiv, ja? Du machst ganz genau, was ich sage. Dann mach mal, was ich sage. Mhm. Cool. Echt cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Weißt du Bescheid? Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Ja. Ja. Hast du mir der Scheiße erzählt? Du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und
chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Sei nett. Mhm. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Oh, wir haben einen neuen Kurs. Hey! Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Zähne? Bei mir. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Ach, kommt nicht gleich dieser dämliche Flachwitz. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Schelmisch, du warst weg, echt jetzt? Klar, cool. Bei mir gibt's ein Bier erstmal. Ich liebe Bier. Na dann, guten Durst. Der fängt doch wieder an zu kotzen, wie das letzte Mal. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Ich muss Mast tief. Ich ruinier's nicht. Ich wollte doch. Was? Irgendwie habe ich Brad. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey. Das okay, ändern wir das heute. War vielleicht nicht gemeinsam. Die weiseste Entscheidung. Nein, ja, war falsch. Nein. Hast du wieder volles in den Fettsteppich gedreht. Okay, Chefin kommt. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Nee, ich habe halt jetzt entschieden, dass ich, oder wir haben ja darüber gesprochen wegen dem Tauchgang, dass ich mit dir den ersten Tauchgang mache. Mhm. Und das habe ich Julia gerade auch gesagt. Ich war halt würde nicht ja sagen, sehr begeistert. Halt bequem, aber, oh. So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Da hat doch keiner das Seil abgemacht! Ich zieh die Insel hinter sich her. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Also nicht der erste Tauchgang. Dann zeig mal die scharfen Fotos. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen. Sag mal. Naja, tauchen. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ah, jetzt. Ich meine ja, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt?
Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen.